Hallo ihr Lieben, willkommen zu Adventskalender Türchen Nummer 5. Ihr seht es schon, ach genau, ich muss wieder einen Screenshot machen, das vergesse ich immer, Moment. Weil ich brauche das ja als Vorschaubild, ich hoffe es hat geklappt. Ja ihr Lieben, heute bin ich ein bisschen später dran, es ist schon Nachmittag, wir haben glaube ich jetzt schon 15 Uhr. Und ja, ich mache mir jetzt sozusagen mein Mittagskäffchen und habe jetzt gerade Pause. Und da habe ich gedacht, ich packe jetzt mal schnell aus, weil ich habe es einfach nicht geschafft heute Morgen. Aber ja, dann würde ich sagen, packen wir jetzt mal zusammen aus und gucken mal, was heute Schönes im Adventskalender ist von meinen beiden Lieben. Bin so gespannt. So, gucken wir erstmal bei dem von Swanchi rein. Oh nein, ein Einhorn. Und Sticker wieder. Oh, das sind Kabos. Oh, wie süß. Das sind Einhorn-Kabos. Oh mein Gott, wie niedlich. Guckt euch das mal an hier. Hi, wie süß. Das ist voll so nur überbelichtet, weil das so hell ist. Keine Ahnung. Oh, guckt mal, wie süß die einfach sind. Oh, die sind ja auch super niedlich. Süß, vielen Dank. Finde ich cool. Und da sind wieder so kleine Sticker-Flakes drin. Kawaii-Sticker. Bärchen. Ich glaube, auch von denen, die bis jetzt drin waren, habe ich gar keine selbst. Ich habe schon ewig keine Sticker mehr gekauft. So süß. Ich glaube, ich darf auch einfach nicht mehr gucken. Manchmal juckt es mich ja so ein bisschen in den Fingern, mal wieder im Kawaii-Shop Japan reinzugucken, aber ich brauche nichts. Ich habe alles. Ich brauche keine Sticker und ich brauche keine Memo-Blöcke, aber so ab und zu, da denkt man sich so, man könnte ja mal wieder stöbern, ne? Aber nee, lieber nicht. So, und jetzt gucken wir nochmal, was Cat eingepackt hat. Da ist irgendwas Hartes drin. Du hast sie so gut verpackt, dass ich dich nicht aufkrieg. Ah, okay. Ach, cool. Wieder Blütenkappen. Ja, Cat, da sind grüne mit drin. Ich hoffe, du hast das auch schon. Ach, ich muss sie ja nicht da rausholen, ne? Das sieht ja schon aus hier wie ein Weihnachtsbaum. Die drei, auch wenn die jetzt nicht unbedingt grün sind, aber die haben auch so eine so ein Muster drauf. Ich finde das richtig cool mit der Idee, das als Weihnachtsbaum zu benutzen. Ich muss echt mal schauen, ob ich grüne Perlenkappen, Blütenkelchen noch habe und so. Vielleicht mache ich auch ein paar Weihnachtsbäume. Ja, danke für die Inspiration und danke für die Blütenkelche. Beziehungsweise da mache ich auf jeden Fall Perlenengel draus, weil das sind, die habe ich sonst nie. Und da mache ich ein paar Röckchen draus für meine Perlenengel. Muss unbedingt mal wieder neue machen. Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank wieder für die süßen Sachen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder hier. Dann würde ich sagen, ja, ne, bis morgen. Macht's gut. Tschüssi.